Genau, denn hier herrscht Krieg. Gnade, eine wunderschön gearbeitete Pistole, die Feinde mit einem unendlichen Vorrat an übernatürlicher Munition dezimiert. Drücken Sie die mittlere Maustaste zum Abfeuern. Ja, das ist Ultans Schmiede. Und was mir auch gerade zum ersten Mal auffällt, ist. Huch, ja. Okay, erstmal Gnade zeigen natürlich. Kann man hier ein bisschen rumballern. Einzige Schusswaffe im Spiel. Und was so ein bisschen auffällt, links ist Wasser, rechts ist Lava. Das ist bei Darksiders 2, da spielt man ja dann den Tod. Ist das auch so bei den Schmiedelanden? Da kommt der Ultern ursprünglich her. Da gibt es auch die große Schmiede mit einmal Wasser, einmal Lava. Ich glaube, das war anders. Die Seiten waren vertauscht, aber das ist ja wurscht. Sollte ja eigentlich nichts ausmachen. So, und jetzt haben wir Gnade. Diese Waffe werden wir auch brauchen für den nächsten Auserwählten. Bloß wer das ist, das werden wir bald erfahren. Wir sind jetzt wieder zurück in der Ambusfurt, wie es ausschaut. Ach ja, diese Türen, die konnte man vorher nicht öffnen. Ich glaube, das habe ich gar nicht gezeigt. Da waren wir noch zu schwach für, so wie wir den schwarzen Hammer nicht hochheben konnten. Aber jetzt hat man ja wunderschön gesehen, wie man den schwarzen Hammer durch die Tür schleudern, nicht, ja doch, durch die Tür schleudern konnte. So, hier war glaube ich nichts mehr, deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück zu Wulgrim, der uns doch bitte zurück zum glühenden Galgenturm bringen soll. Denn wir müssen zu Samael. Und Samael das zweite Herz bringen und in Erfahrung bringen, wo wir denn das dritte Herz finden können. Na, Wulgrim? Oh ja, da habe ich ein nicht erkundetes Gebiet, das, ja. Das war, glaube ich, der überschwemmte Pass. Da muss ich nochmal zurück, aber ich glaube, das mache ich offscreen. Da habe ich nämlich vergessen, zur Wulgrims Position zu gehen. Ja, das, wie gesagt, werde ich später machen. Aber wir gehen jetzt mal zum glühenden Galgenturm. Und dazu hier wieder mal hier das Schlangenloch. Recht unspektakulär eigentlich immer. Es gibt aber zwei. Zwei, ich glaube zwei Schlangenlochwege, in denen man eine Kiste findet. Oder war es eine Kiste? Doch, ich glaube schon. Ich muss nur noch überlegen, welche das waren. Das werden wir schon noch rauskriegen. Also, das kommt schon noch. So, aber erstmal zu Samael. Der glühende Galgenturm. Eigentlich. Wie viel Geld haben wir? 5.400. Da können wir einmal kurz einkaufen gehen bei Wulgrim. Ja, Wulgrim, halt die Klappe. So, erstmal die Artefakte eintauschen. Dann Sturmgeschosse werden wir auf jeden Fall brauchen. Erhöht den Schaden, der durch Gnade verursacht wird. Brauchen wir auf jeden Fall für den nächsten Auserwählten. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir das Ding auch. So, was haben wir sonst noch? Ratschluss, ne? Besessenheit, höchst Maximum. Ne, schauen wir mal. Hier neu gibt es hier Sachen. Ah, das Ganze jetzt für den Tremor am Chu. Erstmal der Tremorschlag, Lufttremorschlag. Tremorschlag. R gedrückt halten, erhöht die Reichweite. Das hört sich eigentlich ganz okay an. Dann nehmen wir das einmal. Lufttremorschlag, macht das Sinn? Tremorhieb, ne. Erdbreche, ah, das mache ich ja immer gern. Nehmen wir das auch. Meteorstart. Ah ja, das mache ich auch immer gern. Das ist dieses Vorgleiten. Und das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir glaube ich noch 96. Währung, wie nennt man das? Blaue Seelen daneben. Eigentlich können wir mal kurz die Waffe nochmal zeigen. Die braucht eigentlich doch echt lange, bis sie einen tötet, weil die kleinen Vier, die haben wir mit ein paar Schwertschlägen erledigt. Aber jetzt hörst du auf. Aber den nächsten Endgegner können wir nur. Doch, den können wir eigentlich nur mit Gnade besiegen. Also nicht mit Gnade, sondern halt mit der Waffe Gnade. Deswegen ist es schon mal nicht schlecht, dass wir diese Waffenerweiterung geholt haben. So, Finisher. So, und jetzt noch kurz dich erledigen und dann können wir zurück. Nein, okay, Moment, Finisher. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich einen Finisher machen. Ah, okay. So geht also das mit dem Tremorhandschuh.
So, jetzt da. Geht's auf zu Samael. Da wartet er auch schon. Hast du dich amüsiert? Krieg und der schwarze Hammer beim Taubenrupfen. Du siehst viele Dinge von deinem Gefängnis aus, Samael. Es gibt nur wenig, das du von mir verbergen kannst, Reiter. Wenn ich mich für etwas interessiere. Und was weißt du über Uriel? Ich dachte, die Reiter stünden über diesen irdischen Belangen. Sie glaubt, dass ich Abaddon getötet habe. Die Höllenwache hat ihren gefallenen Fürsten und Anführer verehrt. Und Uriel. Manche sagen, dass ihre Bewunderung nicht nur beruflicher Natur war. Sie macht vor nichts Halt, um den Verantwortlichen zu bestrafen. Ich habe gegen den Dämonen gekämpft, der Abaddon getötet hat, und er wird bestraft. Straga ist der stärkste der Auserwählten. Kein Zweifel, dass du ihm erneut begegnen wirst. Er bezieht seine Macht aus dem Turm und bleibt ihm daher nicht zu lange fern. Mit allem, was ich dich gelehrt habe, überlebst du vielleicht sogar die Wiedervereinigung. Wessen Herz willst du haben, Dämon? Der Stygian ist der König der alten Würmer, die nun im Ascheland eine Plage sind. Es wird nicht einfach. Die Würmer gedeihen gut auf solch fruchtbarem Boden. Fruchtbar? Fruchtbar durch den Tod, Verfall. Das ganze Land ist damit bedeckt. Die Asche der Toten. Aber du könntest Glück haben. Anscheinend haben ein paar irre Dämonen damit begonnen, die Würmer zum Vergnügen zu fangen. Und sie jagen auch andere Kreaturen. Die stärksten davon lassen sie in grausamen Arenen kämpfen. Die Dämonen wollen den Stygian zähmen. Und sie wissen nicht einmal, dass in diesem Monstrum das Herz eines der Auserwählten schlägt. Wie weichen die Dämonen den Aschewürmern aus? Kennst du die Chronosphären? Ein Geschenk der Alten. Es heißt, dass man die Zeit selbst bändigt, wenn man eine Chronosphäre bändigt. Man kann dann die Zeit anhalten und sogar vor- und zurückbewegen. In der Tat. Von den alten Meistern existiert keiner mehr. Aber die Dämonen haben gelernt, mit den Chronosphären umzugehen. Bis zu einem gewissen Grad. Ich gewähre dir ein Grundwissen über die Chronosphären. Es ist nicht viel, aber vielleicht reicht es, um den Würmern auszuweichen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Was ist in diesem Leben schon sicher, Reiter? Abgesehen von unserem Wort, natürlich. Vernichten Sie den Stygian. Wird immer nett, wie er abhaut. Zack, Flügel eingesammelt und da kommen auch so nette Fledermäuse raus. Kronomantsch, Kronosphären reagieren jetzt auf Kriegsgegenwart. Entziehen Sie deren Energie, um die Zeit vorübergehend zu verlangsamen. Das werden wir auch machen müssen. Die tauchen nur ab und zu auf. Nur an bestimmten Stellen, da können wir sie mal kurz aktivieren. Wir werden auch noch auf die Reise kurz vors Ascheland auf jeden Fall zu einer Chronosphäre sehen. Das werde ich natürlich dann auch sagen. Beziehungsweise ich muss es ja fast sagen, weil ich werde sie aktivieren müssen. Weil sonst komme ich da nicht weiter. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in die Aschewüste und dort den Stygian töten. Eins dieser großen Würmer und genau, ja, das ist das Problem bei diesen Würmern. Die kann man nämlich nicht direkt mit dem Schwert töten, beziehungsweise die würden einen fressen. Aber wie das genau alles funktioniert, das werden wir später noch sehen. Wir werden dann nochmal ein kleines Hilfsmittel bekommen. Wer hätte das jetzt gedacht? Und damit können wir dann die Würmer auch töten. Wir werden einmal noch einen dieser Vorwurm bekommen, sage ich jetzt mal. Sagen wir als kleiner Vorgeschmack, wie das Ganze abläuft. Und dann werden wir eigentlich auf den Stygian treffen. So. Aber wir müssen jetzt erst einmal hier durch. Wieder mal ein bisschen Eis zertrümmern. Bams. Und dann können wir hier durch. So, da ist nichts. Na, jetzt hier. Hier ist, oh, eine blaue Truhe. Zack. Energie.
Was ich immer vorher gedacht habe, dass wirklich alles hier Dämonen sind. Okay, das sind jetzt Zombies, das sind ehemalige Menschen. Glaube ich mal. Oder sind es dann die ehemalige? Ich weiß es gerade gar nicht. Früher habe ich gedacht, das sind alles wirklich Dämonen. Auch diese komischen Viecher, diese Marshmallow-Teile, die ich überhaupt nicht mag. Na, na du. Aber das. Aber das stimmt anscheinend gar nicht. Die Teile kann man jetzt schon mit der mit Gnade besiegen. Dafür ist Gnade eigentlich noch relativ gut gemacht. Aber es sind, glaube ich, keine Dämonen, sondern sind einfach bloß Monster. Dämonen sind immer nur diese. Ja, jetzt muss näher ran. Dämonen sind anscheinend nur die Viecher mit. Nun ja, ja. Werden wir später nochmal sehen, beziehungsweise wir haben ja genügend davon gesehen. Das sind die einfach mit den Waffen. Huch! Wo kommst denn du her? So, weg mit dir. So, das ist auch besiegt. Und dann müssen wir hier durch. Und hier sehen wir auch wieder mal eins von diesen Portalen, das wir später auch noch verwenden werden. Wo das Gegenstück hier in der Nähe dazu ist, das zeige ich euch gleich. So, hier sehen wir schon mal einen Chronomant. Den werden wir auch gleich brauchen, denn wenn wir jetzt das hier jetzt mal öffnen, geht das Ding hier hoch. Aber auch gleich wieder runter. Sprich, wir haben eigentlich keine Zeit, das rechtzeitig da rechts hinzuschaffen. Deswegen, ja, brauchen wir erstmal die Klinge. Na, die Schredderklinge. Die zwei. So, jetzt da. Um das Ganze zu aktivieren. Zack. So, jetzt schnell aufmachen. Wir bewegen uns dabei in normaler Geschwindigkeit. Alles andere wird langsamer. Deswegen bewegt sich jetzt die Tür ganz langsam auf. Und jetzt wieder schneller, weil das der Chronomant aufgehört hat. Wir sind jetzt hindurch und das rast runter. Und by the way, hat man gerade hier noch das andere Portal gesehen, das Gegenstück. Da wird man dann hier auch auftauchen können. So, jetzt ist von mir so ein Marshmallow-Viech, das ich überhaupt nicht mag. Das dürfte aber auch eins der letzten in. Oder ist das eins der letzten? Hier gegenüber überhaupt, meine ich jetzt. Na toll. Falsche Attacke eingesetzt. Weil irgendwann verschwinden die dann, worüber ich jetzt nicht unbedingt traurig bin, dass die Dinger nicht mehr auftauchen werden. So, jetzt will hier durch. So, dankeschön. Oder gibt es dann überhaupt noch welche? Ich glaube ja nicht. Ich meine danach, also so nach dem Aschelang, glaube ich, habe ich, glaube ich, keins von diesen Viechern mehr gesehen. Bin ich auch ganz froh drum. Mich haben sie einfach nur genervt. So, jetzt erstmal wieder Zombies killen. Lebensenergie abstauben. Bisschen Kohle abstauben. Und dann sind wir eigentlich schon fast da, würde ich sagen. Wir müssen jetzt einfach mal hier mal hoch. Und, achso, auf die andere Seite. App. So, ist da noch was? War natürlich klar. Ein Artefakt. Soldat. Mal wieder. Gibt ja genügend davon. So. Dann müssten wir eigentlich gleich da sein. Im Ascheland. Oh ja, das ist schon. Trocken. Oh, trockene Straße. Entschuldigung. Ist zuerst die trockene Straße. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Aufnahmepause. Was wollte ich jetzt hier? Genau, ich wollte jetzt noch auf die Karte schauen. Ach genau, ich habe noch kurz erwähnt, wie sich das alles hier dann verändert hat, weil es ist ja eigentlich Manhattan, da Grand Central Station, Grand Central, ihr wisst schon. Dann das mit dem Lavasee, das Becken mit dem ganzen Wasser und so weiter eigentlich. Und da hinten das Ascheland, Wüste, die Gruft da mit den riesigen Schluchten. Ist eigentlich schon erstaunlich, wie sie das. Nun ja, es hatte 100 Jahre Zeit. Ja, okay. Naja, wie sie das einfach alles entwickelt hat. Früher war das ja die Großstadt und so weiter mit U-Bahn und so. Aber wir verabschieden uns jetzt. Oh, was sind das eigentlich für Viecher? Ach, das sind die Fledermäuse in Blau. So, aber ich verabschiede mich hier jetzt. Oh, oh, okay, da oben ist noch der Turm. Wann verabschiede ich mich jetzt eigentlich? Ich glaube gleich. Ja, ich verabschiede mich in dem Sinne. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.